Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Werde. Sie kennen mich vielleicht als Karriereberater oder auch als Autor von Karriere- und Wirtschaftsbüchern. Heute möchte ich über eine Frage mit Ihnen sprechen, die Sie garantiert schon im Vorstellungsgespräch gehört haben, und zwar gegen Ende. Dann heißt es nämlich: Jetzt sind Sie an der Reihe, haben Sie noch Fragen an uns? Jetzt können Sie gar nichts fragen und sagen: Nö, fällt mir nichts ein. Das lässt aber nicht gerade den Schluss zu, dass viel in Ihrem Kopf passiert. Es ist besser, wenn Sie ein paar Fragen haben, ein paar intelligente Fragen, ein paar interessierte Fragen. Und es gibt Fragen, mit denen können Sie regelrecht nochmal ein Highlight setzen und punkten am Ende. Welche Fragen das sind, das erfahren Sie gleich. Die ersten Fragen, die Sie stellen können, das sind Fragen, die Sie wirklich interessieren. Also denken Sie während des Gespräches immer mal wieder nach: Welche Informationen fehlen mir noch? Was muss ich noch wissen, um eine vernünftige Entscheidung zu fällen? Denn nicht nur die Firma entscheidet sich für Sie oder gegen Sie, sondern auch Sie entscheiden sich für die Firma oder gegen die Firma. Und dazu brauchen Sie eine Entscheidungsgrundlage. Also fragen Sie noch mal genau nach, was Sie wirklich interessiert. Solche Fragen sind meistens gut, weil sie kommen aus Ihnen heraus, sie signalisieren ein gewisses Interesse und auch eine gewisse Intelligenz. Zweiter Tipp: Es gibt eine Frage, mit der Sie richtig gut punkten können und Sie erfahren zugleich etwas. Wie sieht diese Frage aus? Ich mache Ihnen das einmal vor. Mal angenommen, Sie stellen mich ein und ich mache meine Sache so richtig gut und Sie schauen mir ein halbes Jahr bei der Arbeit zu. Was habe ich dann in diesem halben Jahr erreicht und woran haben Sie erkannt, dass ich meine Sache gut mache? Diese Frage ist so gut, weil erstens sehen Ihre Gesprächspartner Sie schon als eingestellt und zweitens sehen Sie auch noch, dass Sie Ihre Sache gut machen. Also Sie beamen sich sozusagen in einen positiven Zukunftskinofilm und das ist ein großer Vorteil, das wird Sie in eine gute Erinnerung bringen. Und der zweite Aspekt, der nicht zu vernachlässigen ist: Sie bekommen wichtige Informationen, was von Ihnen erwartet wird und woran erkannt wird, ob Sie gut oder nicht gut arbeiten. Das sagt etwas über die Erwartungen aus und das wird Ihnen auch helfen, falls Sie tatsächlich den Zuschlag kriegen, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Ich komme auf einen dritten Punkt zu sprechen. Sie können mit Fragen auch immer Ihre Vorbereitung transportieren. Sie haben zum Beispiel die Homepage der Firma angeschaut, Sie haben vielleicht mal einen Geschäftsbericht gelesen, Sie haben vielleicht als Kunde eine Filiale dieser Firma besucht und daraus können sich Fragen ergeben haben und diese Fragen, die stellen Sie jetzt. Zum Beispiel: Ich habe gelesen, dass Sie expandieren werden, Sie gehen jetzt auch nach Übersee. Welche Auswirkungen wird das genau auf unsere hiesige Filiale haben und was bedeutet es für meine Position? Sehr schön. Jetzt merken Ihre Gesprächspartner, Sie haben sich mit dem Unternehmen befasst und die werden natürlich gerne ein paar Takte zu dieser Frage sagen. Zugleich bekommen Sie noch ein paar wichtige Informationen, die Ihnen weiterhelfen. Diese drei Ansätze, die ich Ihnen jetzt genannt habe, die sind alle bestens dazu geeignet, dass Sie am Ende noch einmal Punkte sammeln, dass Sie in positiver Erinnerung bleiben. Und jetzt noch ein Tipp, was Sie unbedingt vermeiden sollten: Fragen Sie am Ende nichts, was den Eindruck erweckt, dass Sie Formalist sind oder dass Sie von der Firma Geld wollen. Also fragen Sie nicht: Ach, wie sieht es denn aus mit den Arbeitsstunden? Wenn man jetzt mal eine Überstunde macht, kriegt man die erstattet oder kriegt man sie nicht erstattet? Fragen Sie bitte nicht: Wie machen wir es mit meinen Anreisekosten? Werden die jetzt sofort erstattet oder später erstattet? Solche Fragen sollten Sie zu diesem Zeitpunkt entweder bereits geklärt haben oder, wenn es Formalismen sind, wie die Erstattung der Anreisekosten, machen Sie das nach dem Gespräch, wenn die Entscheidung schon gefallen ist und dann hoffentlich auch zu Ihren Gunsten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Wenn Sie weitere Videos zu diesen Themen sehen wollen, abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Wir laden regelmäßig Videos zu Karriere- und Bewerbungsthemen hoch. Viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr Martin Werle.